Willkommen zum zweiten Livestream heute. Jetzt werde ich noch ein wenig Banished spielen und versuchen dort die ersten Achievements zu erreichen. Das erste Ziel ist das Settlement und mal sehen, inwieweit ich das auch direkt dann verbinden kann mit dem Builder Achievement. Und mal schauen, welche sich nachher noch sinnvoll lohnen, die sich zu erreichen lassen. Und mal sehen, ich denke so maximal 2 Stunden, vielleicht 3, je nachdem, wie schnell ich vorankomme und wie viel Spaß es macht, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. So, jetzt möchte ich bloß gerade noch kurz was überprüfen. Okay, noch ganz kurz den Titel anpassen, dann geht's auch gleich los. Okay. Ich werde mit einer neuen Stadt starten. Einfach auch damit genügend Platz dabei ist. Und ja, mal schauen. Machen wir gleich mal Large. Klima lassen wir so. Desaster lasse ich mich überraschen. Okay, das heißt, da gibt es mehr Ressourcen. Fange ich weiterhin mit Medium an und werde es in der Form dann dort verwenden. So. Also, auf geht's. Ich werde jetzt auch das erste Mal probieren, das Spiel mit dem Gaming-Pad zu spielen. Mal gucken, inwieweit die Befehle dort komfortabel abgelegt werden können. So, wichtig ist am Anfang erstmal ein bisschen Platz zu schaffen und vor allen Dingen die Häuser zu bauen. Okay, dazu muss ich gerade noch was einstellen. Also als erstes legen wir mal die Wege hier an. Die Wege sind hingelegt. Okay, das heißt, die Tools wahrscheinlich von 1 bis 10 sind dann diese hier, dass man die dann direkt aufrufen kann. Okay, dann müssen wir überlegen, wie ich das noch zusammenstelle. Das heißt, sinnvoll sind die Tools eigentlich hier bis 6, hier auch, hier bis 8. Weil das sind dann ein paar Kommandos zu viel sozusagen. Ja, mal schauen.
Weil sonst lässt sich das einfach natürlich am einfachsten mit der Maus bedienen und dann einfach nur die Steuerung hier komfortabel übernehmen. Okay, aber erstmal mit den Roads anfangen. Einfach damit. Okay. Das ist natürlich mit dem Mausrad viel schneller. Auf jeden Fall erstmal die Ressourcen wegmachen lassen. Damit die ein bisschen was zu tun haben. Gleich mal noch die Steine und das Eisen hier zu beseitigen. Den Fehler, den ich beim ersten Mal gemacht habe, im Endeffekt den Holzfäller oder andere Sachen zu dicht zusammenzusetzen, beziehungsweise dass zum Beispiel die Ernte von diesen Gesundheitsfrüchten, das ist mir aber ein bisschen zu laut. So lauten Regen brauchen wir hier nicht. Irgendwie habe ich immer den Eindruck, dass die. Nein, nicht quitt. Ich hoffe, das ist jetzt schon. Mann! Ich glaub's ja nicht. Okay, dann brauchen wir jetzt eh eine neue Stadt. Okay, aber. Die Ambient sind ein bisschen zu laut. So, okay, dann machen wir nochmal neu. Large hatte ich eingestellt, Klima bleibt fair und okay. Ach, wie schade. Naja, da wäre es vielleicht ganz praktisch, wenn das Ding nicht gespeichert ist, vielleicht noch eine Nachfrage zu machen oder ein Autosave zu machen. Ja. Okay, jetzt sind wir hier wieder zwischen zwei Flüssen gefangen. Das gefällt mir nicht so sehr. Nee. Die nicht. Ein bisschen Platz zum Bauen will ich schon haben, ohne dass ich gleich wieder zig Brücken bauen muss. So. Okay, das sieht ja wieder besser aus. Es sind zwar die Lagerstätten dort hinten ziemlich weit weg, aber Steine und Eisen ist ziemlich nah. Das heißt, ich kann erstmal hier den Teil aufräumen. Also, Ressourcen abernten. Und den Teil dort, bitteschön. So, danach die Roads. Und das Einzige, das einfachste ist wahrscheinlich einfach Kombi-Commands zu hinterlegen. Das ist dann sozusagen das. Naja, das wird spannend. Aber
wie gesagt, erstmal sind ein paar Häuser notwendig. Ich brauche vor allem eine Statistik. So, da hier jetzt das meiste Zeug ohnehin okay, ich glaube, vielleicht bauen wir am ersten Mal das Fishing Dock. Das dürfte hier wahrscheinlich am lukrativsten sein. 30 und 16. Ich habe aktuell 120 Holz und 60 Stein, oder ist das Eisen? Das ist mir immer noch viel zu laut. Okay, dann sind die Effekte wahrscheinlich auch. Also irgendwie so richtig merke ich da keinen Unterschied. Gut, so ich hoffe mal, dass es dann auch auf einer Lautstärke, dass es noch angenehm zu hören ist, beziehungsweise meine Stimme, dass ich gut zu hören bin im Vergleich dazu. So, natürlich jetzt brauche ich erstmal wieder die zwei Bilder, die muss ich noch da zuordnen. Okay, dadurch, dass die hier noch nicht gebaut haben. So, die ersten Holzhäuser. So, das drehen kann jetzt so. Und so kann ich die Spirits verändern. Ich kann sozusagen selber auswählen, welche von diesen. Deswegen war es wahrscheinlich auch. Komm, macht mal die paar Bäume da weg. So, drei Häuser, wir haben aktuell 10 Erwachsene. Das wird wahrscheinlich ein bisschen zu knapp sein. So. Gut, die werden ja wahrscheinlich nicht bleiben, wenn das alles abgeerntet ist. Wollen wir nochmal schauen, ob hier was hier so wächst. Weil ja, hier gibt es Pilze. Wenn ich die Ecke hier vorne rechts zumindest mal so weit stehen lasse, dass der Förster hier direkt arbeiten kann. Das heißt, eine Food Production, nicht Resource Production für Woodcutter und Förster. So, das heißt natürlich, dass die beide hier irgendwo in diesem Bereich liegen müssen. Am besten mal ein bisschen weiter oben. Damit ihr den Bereich, damit der Förster das bis dort drüben aufnimmt. Und zusätzlich. Gut, der Woodcutter, den brauche ich nicht an der Stelle, der kann auch hier oben arbeiten.
weil der Förster selber produziert bereits das Holz, was dann weiterverwendet werden soll. Das Einzige, was ich hier noch mit dazu nehme, genau, der Herbalist kann hier diese netten Pflanzen dann ernten. Und der Food Collector im Endeffekt auch. So, Fishing Dock ist ja schon, Hunting Cabin, Gatherset. So, weil der sammelt im Endeffekt an der gleichen Stelle. Und das alles erstmal ein bisschen kompakt zu halten. So, jetzt wäre es natürlich wieder wichtig zu sehen oder zu wissen, genau wo hier die Bereiche enden. Gut, dann erstmal wieder die Wege verlängern. Dann auch gleich noch machen werde, passt wieder um eine Höhenstelle nicht, aber ist egal. So, dort sollte die Straße auch noch bis nach oben gehen. Und zwar, dass ich hier sowohl Steine als auch Eisen abbaue. Weil die Steine brauche ich natürlich in diesem Gelände nicht. Und das Eisen auch nicht. Wir können dann lieber die. Die Tierchen schwimmen mal wieder da durch. Da ich den Wald dort stehen lasse, kann ich dann natürlich auch gleich den Jäger noch mit dazu setzen. Und hoffe, dass sie dann da ausreichend Nachschub findet. So. Wo arbeiten im Moment die Holzfäller? Okay, da sind zwei, 13% komplett. Okay, das heißt, hier muss ich mal wieder Prioritäten setzen. Gesamtkarte nicht vergessen. Mal gucken, was da so Interessantes noch kommt. Okay, das ist die allgemeine Statistik. Genau, es gab ja kurzem auch ein Update. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, was jetzt eigentlich neu ist. Genau, die Jobs-Übersicht hat dann schon wieder fast ein bisschen viel in der Auflösung. Deswegen, ich habe jetzt 16 Bilder eingestellt. Ja, die brauchen ja auch noch einiges. Wir könnten mal das Zeug hierhin transportieren. Die haben jetzt die Wege alle noch gemacht. So. 0000. Ist noch nichts hingebracht worden. Hier auch nicht. Okay, hier kann ich die Priorität hochheben. Also, hier bitte Priorität.
Glaube ich mal, dass sie da jetzt schneller irgendwelches Zeug hinbringen. So, dann gibt es nämlich bald das erste zu essen, weil das dürfte nämlich nicht lange reichen, die paar Kartoffeln. Erstmal ein bisschen schneller laufen lassen. Weil solange bis die hier nicht fertig sind, passiert eh nicht viel. So, jetzt müssen nur noch gebaut werden. Dann könntet ihr jetzt hier mal mehr Priorität geben. Ich bin ja vor allem mal gespannt, wie sich das mit dem Alter verhält, weil beim letzten Mal schienen die ziemlich schnell älter zu werden. So, genau. Dann schicken wir hier gleich mal zwei hin, dass die fischen können. So, die Häuser werden jetzt gebaut. So, als nächstes fehlen jetzt aber noch die zwei hier. In Foster Lodge, Captain Cairn, der Woodcutter. Da arbeiten jetzt schon drei dran, es ist aber noch nichts hingebracht worden. Und an den Kevin. Hatte ich nicht hier irgendwo noch die Collectors hingesetzt? Zumindest hatte ich das vor. So, der Herbalist kann hier im Endeffekt auch mitsammeln. Weil das Besondere am Herbalisten ist nämlich, der braucht einen alten Wald, also einen Wald, der natürlich gewachsen ist, weil sonst wachsen diese netten Kräuter da nicht. Warum fällt denn der da jetzt den Baum? Jetzt weiß ich nicht, wieso die da wieder keine Priorität drauf legen. Also der hier bekommt Priorität. Also da muss ja was zu nah, muss ja Nahrung jagen. Und hier gleich mal schauen, was die 132, wie schnell die in der Lage sind, auch dann macht den einen Baum da weg. Kommt schon. Ach ja. Irgendwie scheint die das nicht sehr zu interessieren. Kriege ich die Information, dass Kinder geboren werden.
Sehr schön. Dann setzen wir dir noch gleich mal noch zwei Hütten dazu. Beziehungsweise gleich die drei hier voll machen. So. Also die Bäume sind 0 von 5 sind removed. Einer von 6 ist removed. Das heißt, das Zeug muss wegtransportiert werden, oder was? Oh Mann! Ja, und die Bäume sind alles Mögliche und das Zeug muss einfach nur weggebracht werden. Das heißt, deswegen gehen die Baustellen nicht los, weil irgendetwas Zeug drauf liegt, weil sie es nicht wegräumen. Das ist aber auch etwas unpraktisch. Und deswegen legen sie es dann einfach dahin. Naja. Ja, dadurch dauert das Bauen natürlich dann viel zu lange. Und dann brauche ich unbedingt noch mehr Nahrung. Bis die ja dann auch mal fertig werden. Ja, toll. Jetzt geht mir schon das Essen aus. Ja, und das Ding muss als nächstes gebaut werden. So, eigentlich wollte ich hier nur einen Herbalist erstmal mit drin haben, damit sie Medikamente bzw. die Pflanzen erstmal ernten können. So, jetzt habe ich natürlich keine Leute mehr über. So, machen wir mal zwei zu Jägern. So. Was ist das denn? Okay. Du kannst doch gleich hier reinbringen. Leder. Das heißt, der Jäger ist schon erfolgreich, hat schon die ersten erledigt. Erlegt. So, mit 300 Fisch kommen die aber wahrscheinlich nicht über den Winter. Ich brauche vor allen Dingen noch die anderen Bärensammler. Ja, der wird ja jetzt bald Feuerholz produzieren können. Mehr als genug. So, wo ist jetzt der Sammler? Vor allem im Frühjahr dann gleich noch Felder anlegen. Blacksmith, Taylor. Das ist okay. So, das wäre natürlich gut, wenn das hier drüben stattfindet. Wobei, da sind zu viele Steine. Naja, dann setze ich den, hatte ich ja eh vor, hier daneben zu setzen. Dann sollte das ganz gut funktionieren. So, dann bekommst du jetzt nochmal Priorität. Und hier bekommst du noch einen Woodcutter. So, der sollte ziemlich leicht zu tun haben. Okay, die frieren jetzt, weil sie kein Holz mehr haben. Aber das sollte sich jetzt gleich ändern. So, da war das rechts rum, links rum. Schnee treiben.
sind die schon erwachsen geworden. Das heißt, ich habe schon die ersten zusätzlichen Erwachsenen. Das ist sehr, sehr praktisch. War plötzlich der Schnee weg. Hat man schon Frühling vorübergehend. So. Mal gucken, ob du hier was findest. 48. Hey, das klingt doch gut. Das heißt, dann kann ich hoffentlich die Gesundheit einigermaßen pflegen. Pausiert, wenn ich Fokus mache. Ja, okay, gut. Einfach. So, hier setzen wir auch mal gleich zwei ein, mindestens. Und hoffen, dass die dann schon einsammeln. Okay, gibt es eigentlich noch welche ohne zu Hause, Familie, Familie, Familie. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Na ja gut, Feuerholz muss ja nur produziert werden. Das ist ja jetzt kein großes Ding. Holz ist genug da. Okay, ein Förster. Damit neues Holz produziert wird. Ja, ist ja okay, dass das jetzt noch nicht. Wobei du aber ruhig mal auf 500 gehen kannst. Weil Holz kann ich nie genug haben. So. Oh, wir haben schon wieder Frühling. Gleich mal Pause machen. Und jetzt gleich vorbereitend entsprechende Felder anlegen. So, Feld Nummer 1. Feld Nummer 2. So, jetzt brauche ich bloß noch ein paar Farmer. Okay, wo kriege ich die jetzt her? Zwei Brüder abziehen. Ein hier hin. Hoffentlich ein hier hin. Okay. So, da ich im Moment hier nichts baue, kann ich die Bilder auch ganz rausnehmen. Zwei Jäger, zwei Fischer. So. Ein Herbalist, ein dort. Zwei von zwei, zwei von zwei, okay. Woodcutter ist aktiv, ein Förster ist aktiv, der Pflanzensammler ist aktiv, die Sammler sind aktiv. Ich glaube, dann nehme ich noch einen als Farmer. So kann ich das auch einstellen. Was haben wir nicht genug? So, dann machen wir hier mal noch ein bisschen Platz für Holz und so weiter. Bevor die das sonst wo ablagern. So, das ist in der gleichen Größe. Vergrößern wir das erstmal ein bisschen.
Dann kann ich das nicht einfach vergrößern. Ach komm schon. Ich will das Ding doch einfach nur verlängern. Naja, machen wir mal doppelt so groß daneben. So, aktuell sind jetzt keine Freien da. Arbeiten die denn jetzt hier drauf? Hallo? Okay, 0%, aber es beginnt jetzt. Sehr schön. Sie machen auf jeden Fall was. Das heißt, es sollte noch genug Nahrung geben bis zum Herbst. Achso, ja. Jetzt fehlen wieder die Bilder. Was, dann haben die schon nichts mehr zu tun? Weil wenn die Farmer nichts zu tun haben, dann laufen sie rum und sammeln Ressourcen ein oder fällen irgendwelche Bäume. Bitte hier, Priorität. Braucht das Zeug da jetzt noch nicht hinzuschleppen. Das ist doch Feuerholz. Auf jeden Fall passt nicht sehr viel rein. 1, 2, 3, 400. 400 und ein paar zerquetschte. Du produzierst auf jeden Fall hoffentlich jetzt genug Feuerholz. So, genug Nahrungsabwechslung dürften sie ja jetzt auch bekommen. Also sie haben Fisch, sie bekommen Squash und Pfeffer. Nein, nicht Pfeffer, Paprika sind das. Was sind das dann? Zucchini oder sowas? Okay, jetzt gibt es schon wieder zwei neue Kinder. So, hier gibt es Fleisch und Kräuter. Und hier gibt es auch vier verschiedene Sachen, die einsammeln. Das heißt, es sollte alles mehr als genug sein. So, jetzt habe ich wieder eine freie Person. Ich mal nicht auf die Felder, sondern zu den Gässern zurück, dass die Sammler auch genug haben. So, die nächste Frage ist die Wohngebäude noch zu erweitern. Sprich, die nächsten drei Wohngebäude hinzusetzen. Wieder zu verlängern. Dort und Dampfeld geht eh nichts mehr vorbei. Und dieses Mal für alle Fälle, man weiß ja nie, wie schnell es tatsächlich vorkommt, dass hier irgendwelche Feuer ausbrechen. Werde ich mal gleich noch einen Brunnen dazu setzen.
weil. Den Boden kann ich ganz dicht irgendwo hinsetzen. Dann brauche ich die da aber nicht. Dann setze ich den woanders hin. Kann ich den eigentlich genau hier an die Ecke setzen? Ist auch von allen Seiten erreichbar. 36, 48, 160. Die hatten noch keine zu Saison. Naja, du könntest ruhig ein bisschen mehr produzieren. So, nachdem die Felder schon abgeerntet sind, du bist an der Kapazitätsgrenze. Ja, dann erhöhen wir die doch mal ein bisschen. Ist ja noch genug Platz. 600 Pfeffer und das andere ist schon wieder alle. Also die Squash habt ihr alle schon in eure Hütten geschleppt. Ja, hier gibt es abwechslungsreiche Kost. So. Naja, wem es schmeckt. Also. Machen wir mal einen Farmer wieder runter, beziehungsweise nachdem wir so schnell waren. Die ja erst nächstes Jahr wieder gebraucht werden. Es wäre mal interessant zu wissen, wie viele Fischer überhaupt so eine Fläche verkraftet oder anhand an was das erkennbar ist, ob hier überfischt wird oder nicht. Weil da gibt es anscheinend leider keine Aussage darüber, wie hoch die Kapazitäten an der Stelle sind. So, hier sieht man überall schön die Kräuter, die der Herbalist einsammeln kann. Ist aber eben auch immer die Frage, wie stark die nachwachsen. Auf jeden Fall kann ich hier mal noch die Bäume und Ressourcen wegnehmen. Das Haus ist besetzt. Das Haus ist. Naja, da fehlt noch jemand. Die Decke ist da nicht so sehr nötig. Was ich immer noch nicht nachvollziehen kann, ist, wie schnell die erwachsen werden. Weil wir haben jetzt eben erst Sommer 2 oder Winter 2. Aber die altern viel, viel schneller. So, dann setze ich hier daneben mal noch den Friedhof. Der wird später eh. Ach komm. Wie groß muss er denn werden? Hätte ich vielleicht das Ding wieder bauen sollen, bevor der Bund dorthin gesetzt wird. Vielleicht ist es sinnvoller, an der Stelle erstmal die Marktgeschichten zu bauen.
bisschen früh. Okay, dann bauen wir mal noch eine Schule dazu. Weil ich denke, die kann ich mir jetzt ganz gut leisten. Und wo ist denn die Arbeiterstatistik hin? Wir haben schon wieder Frühling. Ab mit euch auf die Felder. So schnell wie die vorhin gearbeitet haben, dürft ihr dann wahrscheinlich mit zwei Leuten von diesen Feldern jeweils zurechtkommen. Okay, Rohstoffe sind bereits alle da, jetzt müssen nur noch zu Ende gebaut werden. Ich bin ja mal gespannt, wie viel die dann mehr produzieren. Also der Herbalist lag irgendwas bei 48, 57 jetzt. Hey, es gab keine Wurzeln. Oder es gibt keine Wurzeln mehr. 21 Baumstämme. Wir brauchen einen Lehrer. So. Keine Studenten. Ja, wie werden die jetzt freigesetzt? Oder wie kommen die da hin? So, Bart ist erwachsen geworden. 36%, 0%. Die scheinen um einiges schneller zu sein als die anderen. Oder Pfeffer wächst einfach später. Das kann natürlich auch sein. Lagern sich denn im Moment... Okay, Pfeffer ist gar nicht aufgebraucht worden. Bitte? Naja gut, stimmt, die haben ja wieder eine wachsende Einwohnerzahlen. Anscheinend futtern die auch schneller. Beziehungsweise die lagern halt eine Menge von Essen ein. Ich glaube irgendwie pro Person wird da eine ziemlich große Anzahl eingelagert. 5 Leute. 1, 2, 3... 550. Also über 100 Einheiten Lebensmittel werden, glaube ich, ich habe fast kein Holz mehr. Jetzt haben wir später Frühling. Aber hier ist schon bei 77%. Das heißt, es sollte ganz gut funktionieren und okay, jetzt gibt es auch wieder Wurzeln. Okay, 600 Food und Medizin. Also das Krankenhaus war noch ein bisschen viel. Stockpile ist genug da. Und der Trading Post.
Das ist echt schwierig, an so einem Fluss den Trading Post zu platzieren. Ja, so ist wahrscheinlich am einfachsten, den einfach hier drauf zu setzen, auf die Insel oder auf den Rest hier vorne. So, Eisen, Stein, Holz. Holz ist aktuell nicht genug da. Das heißt, da werde ich noch einige Sachen brauchen. So, dann mach doch hier mal bitte noch die Ressourcen weg. Dann noch ist eh schon wieder alles abgeerntet. 1600 Einheiten. Students! Der erste, zwei Studenten sind jetzt da. Katie has become a student. Kann ich dir irgendwo angucken? Tim, tim, tim. Ich kann mir doch anschauen, wer hier hinkommt. Aber es ist wahrscheinlich ein anderer. Wie bekomme ich raus, wer der Student ist? Child. Farm. Child. Gather. Student. Da ist ein Student. Educated? No. Educated? No. Naja, bin ich ja mal gespannt nachher. Ach, apropos. Habe ich keine Tools mehr? Food, so for Tools is low. Naja, dann können sind sie nachher ausgebildet, haben aber keine Werkzeuge mehr. Ist auch nicht so praktisch. Also, was ist jetzt als nächstes? Ja, Werkzeuge herstellen. Werkzeugmacher. Blacksmith. Ja, dazu brauche ich Holz und Steine. Gut, das eine sollte ich da oben bekommen können. Jetzt brauche ich auch vor allem ein paar ausgebildete Fachkräfte. Naja. Frage, wie lange die natürlich Studenten bleiben. Wir haben jetzt Herbst, das heißt, ich brauche die Farmer auch nicht. Ja, vielleicht nicht alle Farmer. Da hinten mal ein bisschen flott arbeiten. Oh nein. Ich habe einen Arbeiter verloren. Wird Zeit für den ersten Friedhof. Na dann. Zumindest ist das Squash noch nicht alles aufgefuttert. Also Lebensmittel haben sie auf, kriegen sie auf jeden Fall aktuell genug rein. Das heißt, ich kann mich eher aktuell um Expansion kümmern und schauen, wo ich Holz herbekomme.
Da gibt es noch Pilze und Beeren. Tiere. So, was wollte ich bauen? Ach ja, wie war das jetzt? Remo-Fluss, das ist ja. So, ich brauche immer noch den Toolhersteller. So, ob die sich jetzt darüber beschweren, dass da ein Toolsmith in der Nähe ist? Oder stört es die nur, wenn die Minen in der Nähe sind? Ist das schon fertig? Was machen denn die zwei aktuell? Ach stimmt, den gab es ja auch noch. Ewig. Ja, prima. Jetzt komme ich hier wieder nicht mit einem Weg vorbei. Die laufen alle quer über den Friedhof. Ist halt nicht alles immer optimal. Und das Grossen und ein Haufen Werkzeug ist kaputt. Komm, jetzt werdet mal fertig dort oben. Jetzt braucht es da wieder einen. Weil der Trader im Moment einfach unwichtig ist. Weg. Wir sollen lieber das Ding da fertig bauen. Und das Ding da pausieren lassen. Wir haben schon wieder Frühling, Zeit sich um die Felder zu kümmern. Was fehlt euch denn jetzt noch? Also Holz gibt es genug, Steine gibt es noch nicht genug, aber Steine könnt ihr ja abbauen. Es gibt ja schließlich genug davon. Und Eisen gibt es auch genug. Also müsst ihr das bloß noch alles hinschaffen. Irgendwie klappt das nicht. Kind. 5 Studenten und keiner geht arbeiten. So geht es aber nicht weiter, Leute. Okay, jetzt wird endlich mal das Holz hingeschafft. Sie sind auch schon wieder recht weit. Wir haben gerade mal Frühling und ihr seid fast mit den Feldern durch. Also viele Leute braucht ihr echt nicht.
So, es fehlt immer noch Steine. Genau, jetzt sammelt mal bitte die Steine ein. Und sammelt anscheinend alles kurz und quer ein. Könnt ihr alle 8 Elemente tragen? Was ihr nehmt die Herbaliste, die macht ihr einfach kaputt. Ja. Auf den nächsten Baum fällen und dann liegen lassen. So haben wir es gerne. Also 59%, 78%. Mehr gibt es ja aktuell noch nicht. Die Werkzeuge gehen kaputt. Leute, fertig werden. Sollten jetzt bald genug Steine da sein. Noch mehr Studenten. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit der Schule wirklich so eine gute Idee war. So, dann aktiviere ich jetzt mal den Trader hier unten. Wozu habe ich das Ding denn gebaut? So, wieder ein Kind, oder? Noch eins. Naja, auf jeden Fall denke ich mal, werden sie mit der Ernte fertig. Oder beziehungsweise mit den Ressourcen. Also, vor der Ernte habe ich über 1200 Lebensmittel jetzt. Und jetzt wird schon geerntet. Spätsommer. Okay, jetzt fehlt bloß noch 11 Steine. Ich hoffe, dass ihr die da hinten abbauen werdet. Zumindest, dass da genug Steine überhaupt sind. Holt doch mal die paar Steine da hinten ab. Noch gar keiner eingesammelt. Gehen die Herbs jetzt hier aus, wenn da immer wieder gefällt wird und neue gebaut werden? Ich denke doch wohl nicht. Mensch, noch 6 Steine. 7. Früher Herbst und die Ernte geht dieses Jahr etwas schleppend voran. Dafür sind noch 10 Kinder. Oh Mann. Jetzt fehlt noch ein Stein. Komm, sag mir, dass du einen Stein dabei hast. Ja. Du musst das bloß an die richtige Stelle bringen. Du bist ausgebildet und bist Woodcutter. Warum schlägst du Steine mit dir rum? Vor allem, wo bringst du den hin?
Da kommt er nicht hin. Genau, der soll da oben hin. Jetzt ist er schon da. Gut, jetzt muss ja bloß noch das Eisen rüber geschaufelt werden. Eisen ist ja wohl auch kein Problem. Ich habe jetzt schon wieder Stein eingelagert. Ey. Wenn der eine mit dem Feld fertig ist, warum hilft er auf dem anderen Feld nicht weiter? Oder hilft er auf dem anderen Feld? Guck mal, hast du es erst nach Hause gebracht? Hauptsache das eigene Häuschen ist voll. Welche bist denn du? Farmer Dariam. Ja. Erstmal die Lebensmittel nach Hause bringen, sowas. Ich verstehe es nicht. So, die Farmer haben jetzt freie Zeit, die haben jetzt nichts mehr zu tun. Weiß zwar nicht, ob sie alles geschafft haben. 540. 500. Ist wohl nicht alles abgeerntet worden. Ist aber schade. Wann ist jetzt eigentlich einer von den Studenten zum Labor geworden? Das war Winter 2. Der Woodcutter war doch jetzt schon ausgebildet. Der Ernte auch. Hunter auch. Okay, du bist ein Student. 700. Boah. Hat denn der Gatherer dann jetzt hier auch mehr bekommen? 36? Hallo? Wieso schafft ihr das Eisen nicht rüber? Stattdessen holen die das. Ach. Manu, nur weil ihr da oben zu tun habt, könnt ihr doch die Baustellen nicht vernachlässigen. Stattdessen machen die da oben alles platt. Hier geht's lang. So, jetzt haben wir auch nicht alle hierfür was geholt. 24, 27, 32, na also. So, jetzt bitte die Bauarbeiter her. Meine Güte. So, Trader und Teacher. Da kann hier bloß einer rein. So, dann ist die Frage, wieder die Farmer noch ein bisschen zu verbessern. Und sobald das Gebäude fertig ist, wird einer von den Baumeistern dann Schmied. Wie im Frühling. Es schneit noch, ist nicht gut. Ja, bald gibt es kein Werkzeug mehr. Oh. Trade. Benefer der Ressource. Okay, ich verstehe es noch nicht ganz. Also, das ist das,
was ich ihm jetzt verkaufen kann. Und das ist jetzt das, was ich kaufen kann. So, und ich könnte jetzt erstmal Werkzeug kaufen. Oder auch nicht. Custom Order Food Hilfe. So, du bist der Trader. Du tradest aber nicht. Du bist überhaupt nicht an deinem Arbeitsplatz. Gut, hab dich auch gerade entlassen. Aber also Inventory ist nichts hier. Das ist das Mögliche, was ich kaufen kann. Aber ich kann nichts verkaufen. Okay, ich verstehe es doch nicht. Jetzt haut er ab. Na, mal gucken, wann er wiederkommt. Richtig, mein Schmied. So, dann hoffe ich mal, dass jetzt bald die Werkzeuge hergestellt werden. Immerhin bist du auch schon educated. Du nicht. Du ja. Du nicht. Wonach richtet sich das denn, wie lange du den Beruf schon machst? Eine Historie 36, 24. Okay, es gibt einen freien Mitarbeiter. Oh Mann, schon wieder eine gestorben. Lebensmittel sind aktuell recht wenig geworden. Das heißt, es wird Zeit für zwei neue Häuschen und neue Felder. Achso, wie war das? Es nimmt immer weiter ab pro Jahr. 500, 540. Nee, passt eigentlich. Ach, deswegen, das war ja auch ein Grund dafür.
würde jetzt ganz gerne mal wissen, für diejenigen, die traurig sind, ein bisschen traurig, weil bei dir schon zwei Leute gestorben sind. Okay, 35 Gräber. So, zwei neue Kinder. So, dann können wir mal den Sammler, den Fisherman, auch wieder aufsteigen lassen. 500. So, die Bauarbeiter werden aktuell nicht benötigt. Produziert schon die ganze Zeit Tools. Wieso sind die immer noch nicht verwendet? Solange das Ding nicht voll ist, wird nichts in dem Trading Post eingelagert. Jetzt habe ich vier neue Labor. Was soll ich denn mit dem Post alles machen? Ja, ich kann vor allem mal noch einen Förster einstellen. Genau, es sollte ja noch neue Farmer geben. Achso, jetzt habe ich gar keine Bilder mehr. Das ist natürlich auch nicht so optimal. Gut, dann lassen wir mal zwei dort als Bilder arbeiten. Das nächste Ziel wäre, irgendwelche Minen zu bauen. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich die... Also eine Quarry kann ich überall hinsetzen. Jetzt sollte sie nur nicht zu dicht irgendwo hinsetzen. Ach ja, genau, die Minen, die brauche ich allerdings für zwei... Okay, das heißt, eine Mine könnte ich da hinsetzen. Wir können dann zumindest Kohle produzieren. Achso, nee, eine Mine produziert Eisen und eine Mine produziert Kohle. Damit ich dann im Endeffekt andere Werkzeuge, stabilere Werkzeuge herstellen kann.
muss ich hier nur einen Weg finden, wie ich das Ding hier platziert bekomme. Sonst kann ich zwar Eisen produzieren, aber habe keine Kohle dabei. Was ist denn da im Weg? So, dann setze ich die Quarry aber auch mal da hinten hin. Wobei, ich warte mal, ich werde die Mine mal noch anhalten. Weil die braucht mir zu viele Steine. Ich brauche erstmal die Mine. Also die Möglichkeit, Steine abzubauen. So, genau, weil Holz und Eisen habe ich genug. Dann kann das Ding möglichst schnell gebaut werden. Also Pfeffer ändert sich nicht, aber Squashed Stone. Okay, da kann ich die Sachen einlagern. Muss ich erstmal einschalten. Ich habe aber nichts im besonderen Überschuss. Pfeffer wird noch produziert. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Mhm. 13 Kinder, was ist denn hier los? Mehr als 5 können aber nicht in so einem Häuschen wohnen, oder? Zumindest wohnen die mehr als 5. Aber Platz ist schon da. Ja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Okay, ich denke, dann bauen wir noch zwei weitere. Geht es mir nur darum, im Endeffekt den Weg anzupassen, dass ich zumindest an dem Haus auf jeden Fall drumherum komme und so noch Platz für zwei weitere Häuser dann habe. So. Gut, das heißt, der freie Arbeiter und einer von den Bildern wird dann auf jeden Fall, die werde ich danach. Also Werkzeug ist jetzt mehr als genug da. Und der ist ja jetzt eh schon wieder am Limit. Das heißt, das passt dann soweit. Also, 1, 2. Oh, Platz für 3. Ihr baut doch gerade Lebensmittel ab. Okay, das heißt, im nächsten Frühjahr ist es Zeit, noch ein neues Feld anzulegen. Weil sonst wird es tatsächlich langsam knapp in den Lebensmitteln. Wenn die im Late Summer mit zwei Mitarbeitern aber fertig sind, brauchen die nicht mehr als zwei. Noch ein neuer Arbeiter. Okay. Naja, zumindest funktioniert die Versorgung. So. Wenn ihr jetzt eh nichts zu tun habt, dann macht doch mal die Ressourcen hier fertig. Damit ich weiter expandieren kann. Hey, ein neuer Händler ist da. Okay, was hast du denn dabei? Pekan-Seeds. 2500? Ich glaube, jawohl, ich spinne. Äpfel und Wurzeln. Soll ich dir Wurzeln gegen Äpfel tauschen? ...2500 Einheiten für Pekan-Seeds. Ist ja echt unglaublich. Wie ist das eigentlich mit den anderen Sachen, wenn die schon zur Verfügung stehen?
Aber da kann ich, apropos, kann ich mal noch ein paar Bäume anfangen anzupflanzen. Chestnut. Nicht so viele. So, mal gucken, kann ich hier auch wieder ein neues Feld noch hinsetzen? Nur ein kleines. So, eigentlich drei. Okay, das machen auch die Farmer, die sind nicht speziell. Und gehen die Sachen zurück? Nö. Boah, habt ihr ja eine gute Ernte gehabt. Die haut schon wieder ab. Ey, besonders viel Zeit bringen die aber nicht mit. Ich habe doch wahrscheinlich gar keine Hidecodes mehr, oder? Apropos, dafür habe ich doch Leder. Okay, der nächste ist ein Kleidungshersteller. Ist wieder ein Stück größer, auch gut. Sammelt ihr überhaupt Kartoffeln? Habt ihr überhaupt noch keine Kartoffeln eingesammelt? Hier gibt es immer noch ordentlich Nachwuchs. Ja, nur der Stein fehlt. Weil ich jetzt hier habe den ganzen Stein einlagern lassen. 45. Holt ihr das auch von da wieder ab? Sind die bitte aufgeteilt?
steht links, was steht rechts? Ach so, das geht von links nach rechts. Mhm. Pause machen, damit ich noch ein Feld anlegen kann. Dieses Feuerholz eigentlich teurer als Holz. Ernte die dann aktuell 160. Das ist gut. Machen wir noch ein mehr draus. Sammler brauchen wir jetzt nicht. Lassen wir die mal bei 3 und dann ist gut. So.
So, hier hat man einen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Na gut, dann gibt es halt was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Endest du schon? Dann scheint aber auch einer zu reichen. Du musst ja nicht zu zweit auf dem Feld arbeiten. Hier gleich noch einen mehr in die Steingrube schicken. Wie hast du eigentlich produziert? 24, 22. Okay. Ja, bis 300 ist noch eine ganze Weile hin. Aber immerhin. Schon etliche Häuser. So langsam füllt sich dann das Lager auch wieder. Ich kann ein bisschen Stein einlagern. Ja, bisher sind erst zwei gestorben, aber die sind gestorben, bevor es den Friedhof gab. Es ist wahrscheinlich interessant, hier tatsächlich mal zu schauen, was passiert, wenn ich hier eine Steinstraße baue. Zumindest mal den Teil, der die ganze Zeit frequentiert wird. Der hat bereits Stein drumherum. Deswegen ist er wahrscheinlich auch so teuer. Was ist der Bilde? Hey, bleib stehen. Nee, du warst es nicht. Da ist er. Ja, ist der Bilder. Er baut die Straße auch. Wo bin ich denn aufhören?
Also die Lebensmittel sind weiterhin zu knapp. Okay, ist die Frage, was als nächstes als sinnvolle Erweiterung möglich ist, um wirklich eine deutlich größere Anzahl an Lebensmitteln zu bekommen. Weil bin ich mal gespannt, wie viele Jahre es dauert, bis ich hier diese Teile ernten kann. Beim ersten Mal sind die anscheinend immer kaputt gegangen. Also der Erntetrag bleibt immer noch ziemlich konstant, ist eher noch Tendenz steigend. Ah ja. So, dann kann ich meine Mine jetzt auf jeden Fall mit 5 Leuten bestücken. So, das nächste ist jetzt dort hinten mal die Baustelle anzufangen. 68 Steine. Gut. Dann sollte die ja auch bald funktionieren, aber ich muss noch mehr Steine abbauen. Collect Stone. Holen wir doch mal den Stein da raus. So, zur Orientierung noch einen Weg bauen. Das heißt, dort vorne kann der Weg beginnen. So, dann kommt da hinten die Eisenmine hin. Und eine zweite Mine erfolgt dann später, sobald genug Eisen da ist. So, ein Augenblick.
So, ich hoffe, es sind jetzt keine Leute weiter gestorben oder irgendetwas Schlimmes passiert, aber es ist ein neuer Trading-Messer da. Gleich mal gucken, ob ich jetzt irgendetwas Sinnvolles kaufen kann. Schafe! Die sind aber teuer. Was kann ich dem denn dafür anbieten? Was? Kann doch nicht so kompliziert sein. So. Hier mal drin haben. Wie viel zahlst du denn für Steine? 7. Wieso hast du denn das Ding jetzt schon wieder runtergenommen? Kann natürlich auch noch mehr Feuerholz reinnehmen. Dann könnte ich mir zumindest 2 Schafe leisten. Kaufen wir erstmal eins. Dann kann ich eine Schafsherde anfangen. Was ist denn mit dir los? Ach so. Oh, der haut schon wieder ab. Okay, aber jetzt fange ich erstmal mit dem Schafehüten an. Eine kleine niedliche Schafsherde. Pastur. Kann man das hier hinsetzen? Holzfäller gibt es noch da oben. So, wie sieht es mit den Lebensmitteln aus? 400? Ey, das kann aber nicht wahr sein. Das ist immer noch viel zu wenig. Ich habe dieses Jahr die Ernte nicht geschafft. Was ist los? War dieses Jahr eine schlechte Erntezeit oder was? Da muss ich jetzt die Dinger austauschen. Pepper Squash. Okay, ihr seid noch gestiegen. Ihr seid nicht gestiegen. Und du hast keine Rohstoffe mehr. Ja, lohnt sich das denn? Na gut, wenn der Händler überhaupt so ein Zeug dabei hat. Aber im Vergleich, Hightcode 15 ist natürlich nur die Frage, wie viele brauchst du, um das herzustellen? Leder 10. Ein Schaf! 1 von 7. 1 von 5. 1 von 7. Naja, bin ich ja mal gespannt. Ein Schaf ist ja da, hoffentlich, irgendwo, wenn sie es noch nicht geschlachtet haben. Das Blöde ist natürlich, mit einem Schaf kann ich es wahrscheinlich nicht vermehren. Mal gucken, ob das Spiel da logisch ist oder nicht.
Wenn ich mal einen Eindruck bekommen würde, wie viele Leute tatsächlich auf einem so ein Ding arbeiten müssen. Du hast weniger angebaut, weniger angebaut. Auf jeden Fall schwankt es immer ziemlich, zum Teil zumindest. Wie viel bringt denn das Werkzeug? 8. Wieso soll denn das Feuerholz wenig da sein? Mal zu 500, damit er mal genug Vorrat produziert. Genauso können wir mal 500 einlagern. So. Also die neuen Häuser sind fertig, neue Kinder gibt es auch schon. Da ist das Schaf. Ich sehe es. Bis zu 7 Schafe haben da drin Platz. So, mal schauen, ob die dann jetzt wieder steigen. So, was könnte ich denn jetzt noch bauen? Ein Bierbrauer, der Miner ist schon in Arbeit. Vendor. Ja, ein Marktplatz, warum denn nicht? Verdiene ich damit eigentlich irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Es ist natürlich sinnvoll, erstmal den Platz da unten noch irgendwie zu nutzen. Ja, genau. Lasst uns doch mal ein wenig die Gesundheit pflegen. Eisen ist alle. Was soll ich denn davon halten? Hier zu viel von dem Eisen eingelagert. Achso, für die Toolproduktion. Zumindest brauchen wir dann wieder weniger Feuerholz im Winter, das ist wieder der Vorteil. Und du hast kein Eisen mehr. Ihr habt Hunger? Hey! Das erste Mal, oder beziehungsweise bald gibt es was zu ernten. So funktioniert das schon wieder nicht. Wieso brauchen die so viel zu essen? Ich habe hier gar nicht so viel Essen eingelagert.
glaube, da machen wir die Gatherer auch mal noch eins höher. Echt unglaublich. Da ernten die schon 1000 Einheiten Fisch und es reicht trotzdem nicht. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die mehr von den Einheiten jeweils ankommen. Die Tools sollten jetzt eingeladen werden. 40. Und die Grenze ist 50. Hier haben sie noch kein Eisen hingebracht. Und der Bau benötigt doch gar kein Eisen. Also was ist mit dem Eisen passiert? Genau, jetzt nach der Ernte oder während der Ernte solltet ihr ja jetzt eigentlich mal genug wieder zu essen bekommen. So, wir haben jetzt frühen Sommer, ihr seid fertig, ihr seid schon fast abgeerntet. Seid ihr auch schon am Erbernten, ihr seid schon durch. Also, ihr seid garantiert zu schnell durch gewesen. Bei euch wird auch schon geerntet. 150 Einheiten. Und trotzdem ist jetzt ein Kind verhungert. Das ist aber blöd. 4? Was? Wo kommen die denn jetzt alle her? Geht denn das nicht automatisch immer nach unten? Sind die alle schon verhungert? Das kann ja echt nicht wahr sein. Sehr schlimm ist ja das. So, und wer konnte jetzt nicht ersetzt werden? Labels, Stonecutter. Das sind doch aber aktuell sogar jetzt 5. Anscheinend sobald es scrollt, ist es halt dann abgeschaltet, deswegen sehe ich es dann nicht mehr. Also, Stonecutter ist jetzt mehr als genug da. Aber Lebensmittel reicht echt hinten und vorne nicht. Hey! Ist ja lustig. Die Schafe vermehren sich auch alleine. Ja, ein Klonschaf namens Dolly. Stört mich ja in dem Fall auch nicht.
Sondern ganz im Gegenteil, dann kriege ich wenigstens Schafe rein. Ich frage mich echt, in welche riesigen Flächen hier geerntet werden muss. Zweites Fishing Dock auf und bauen hier oben auf jeden Fall noch eine Fischergeschichte hin. Müssen sie halt mehr Fisch essen, die Jungs. So, und da oben kommt auf jeden Fall mal noch ein großes Feld hin. Das ist zu groß, sehr lustig. Also 15 mal 15 geht aber. Gut. So, hier bauen wir auch Squash an. 1 von 4. Also du brauchst 4. Du hast 2, du hast 1, 2, 2, 1. Da oben jetzt eigentlich immer noch die. Ne, die sind inzwischen fertig, oder? Ne, ist noch nicht fertig. Ist noch nicht mal das Removal abgeschlossen. 3 von 4. Habe ich irgendwas verpasst? Auf jeden Fall habt ihr das Ding schnell zu Ende gebaut. So, was hast du denn dabei? Pumpkin Seeds. Das mit Feuerholz gekauft? Nicht ganz. So. Mehr hat er nicht. Aber dafür kann ich jetzt Pumpkins anbauen. Kürbisse. Bau du mal Kürbisse an. Im Frühling. Jetzt
bin ich ja mal gespannt, ob das Feld dann wenigstens reicht. Ja, solange die Mine nicht fertig wird, bekomme ich auch keinen. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich den. Ah ja, genau, ich wollte da oben den Marktplatz hinsetzen. Ja, 2 Stunden haben wir jetzt schon, aber von den ersten 300 bin ich auf jeden Fall noch ziemlich weit entfernt. Naja, schauen wir mal. Trading Post. Market. Läuft da oben keiner hin oder warum ist da nichts? Das ist das Hospital. Das kann ich auch nicht bauen, solange ich keine neue Eisenquelle habe. Drüben gäbe es genug Eisen. Ja, sehr lustig. Nur wegen so einem blöden Hügel brauche ich doch da keine Brücke durch oder keinen Tunnel durch. Geht auch gar nicht. So, vor allen Dingen Eisen sollte hier dann geerntet werden. Geerntet. Eingesammelt werden natürlich. Dazu sind die Übersichten aber ein bisschen zu gering, um da so ohne weiteres schließen zu können, dass da was nicht in Ordnung ist. Ah, richtig, wir können ja noch die Fischer erweitern. Damit es mehr Fisch gibt. Ihr hungert schon wieder. Okay, aber der ist wenigstens an Altersschwäche gestorben. Wie alt war er denn?
Oh nein. Ist jetzt mal wieder gut. Wo soll ich denn Lebensmittel herkriegen? Child, Fisherman, Child, Student. Es wird gerade die Ernte eingefahren und ihr verhungert einfach. Das ist echt unglaublich, brauchen die so viel mehr Nahrung. Genau, holt gefälligst die Ernte ein. Ich verstehe nicht, warum das jetzt so schlecht funktioniert. Okay, wenn da jetzt endlich mal der letzte Baum gefällt ist, könnt ihr auch anfangen. So, dann setze ich da auf jeden Fall auch noch einen Jäger mit rein. Wir laufen ja schließlich mehr als genug von denen rum. Ja, Nahrung ist schon wieder vorbei. Und irgendwie haben die nicht geschafft, genug ranzuschaffen. Es ist ziemlich schwer zu kalkulieren, wie viel Nahrung hier verbraucht wird. Das heißt, bevor es daran geht zu expandieren, ist es wahrscheinlich noch viel wichtiger, einen deutlichen Überschuss
Ach ja, genau, ihr solltet das Eisen hier einsammeln. Dabei baue ich noch nicht mal das Teil da. Ich zeige, dass das so fertig wird. Holz und Steine sind genug da. Muss nur noch gebaut werden. Schwierig ist wahrscheinlich, dass auch die Lagerplätze einfach zu weit auseinander sind. Wo sind denn die Storage-Geschichten? Merchant. Was bringst du Schönes? Erbsen? Erbsen? Naja, her damit. Mehr ist eh nicht, kannst du schon abfahren. Was ist aus den netten Schafherde geworden? Sind schon drei da. So, das hat sich gelohnt. Zumindest hat jetzt keiner gehungert. Wissen, wann das hier endlich fertig wird. Jetzt da mal eine Priorität noch rein. Klar, die sollen zwar alle gebaut werden, aber die sind jetzt nicht ziemlich dringend. Habt ihr eigentlich das Eisen hier drüben eingesammelt? Nee, habt ihr auch noch nicht gemacht. Naja, viele schöne Bäumchen. So, also ich werde es jetzt noch eine halbe Stunde weiterspielen. Das heißt aber, es dauert um einiges länger, solche das Archivment zu erreichen. Wahrscheinlich mindestens nochmal die gleiche Zeit. Vorausgesetzt, ich schaffe es dann effizienter und schneller zu wachsen. Und vor allen Dingen die Nahrungsversorgung besser im Blick zu behalten.
Das heißt, aktuell waren wir schon bei 300, dass die Nahrungsreserve knapp ist. Es ist halt schwer zu erkennen, vor allen Dingen, wie hoch die Nahrungsmittelabdeckung in den Gebäuden ist. Das wäre halt praktischer zu wissen. Einfach eine Übersicht zu haben. Okay, Nahrungsmittelversorgung reicht noch für so und so viele Jahreszeiten oder Teile des Spiels. Es ist eins verschwunden. Es gibt inzwischen Wolle. Also Wolle, Hidecoat. Vor allem, dass sie das ganze Zeug nicht mehrfach herstellen können. Was ist denn hier passiert? Ach, das sind die Pumpkins. Paprika wird schon wieder geerntet. Die scheinen auf jeden Fall deutlich mehr ernt zu sein dieses Jahr. 32, 258. Das sieht doch gut aus. Ja, das sieht doch mal endlich nach einem guten Nahrungsüberschuss aus. Das sind 800. Ich nicht, was da vorher los war. 650, 560. Sommer, Herbst. 392 ist doch Wahnsinn. Was hier alles geerntet wurde. Also entweder hängt das mit den Jahreszeiten zusammen, dass sie halt entsprechend unterschiedliche. Was ist das? Mouton? Mouton? Beef? Genau, lagert mal ein bisschen hier ein, damit ich das Zeug verkaufen kann. Wenn ihr jetzt schon so viel Zeug habt, bevor das alles wegfuttert. Invention, Wallcode, Leder. Du könntest dann ruhig mal Leder und Wolle zusammen verarbeiten. Mach mal da richtig schöne warme Sachen draus. Wallcode. Wo ist denn das Ding hin? Da unten. Also Leder und Hidecoat. Pumpkins, Wolle. Leder und Wolle. Ich weiß nicht, was das Mouton ist. Ist das das Fleisch von den Schafen?
Pierce kann ich aber noch nicht einbauen, weil ich die noch nicht als Samen gekauft habe, sondern nur als fertige Frucht. Die Herbst sind alle. Die haben ja kaum noch welche geerntet hier. Dann kann ich das Ding auch dicht machen an der Stelle. Ja, sind keine mehr verfügbar. Wachsen wahrscheinlich nicht mehr nach. Und dann reißen wir das Ding da ab. Gibt es ja dann neue Herbalists. Die sollten hier genug möglich. Achso. Das ist wahrscheinlich ungeschickt, wenn ich hier eine Foster Lodge hinbaue. Schauen wir mal, ob ich die Foster Lodge hier weglasse. Inwieweit die Herbalists dann zumindest mehr Möglichkeiten haben. Ja, aber das brauche ich auf jeden Fall dann nur zwei. Ja, mehr als die zwei brauche ich hier oben nicht. Dann kann ich hier noch zwei mehr machen. Dann sind die nämlich komplett auf 8. Und ein Fischermann fehlt auch noch. Zwei Herbalist hier vor oben. Wo wird denn jetzt aktuell gebaut? Da oben? So, jetzt haben wir schönen Winter und wir haben 3000 Nahrungsmittel rumliegen. Ich glaub's ja echt nicht. So, der Eisenvorrat geht einigermaßen. Ja, du hast aktuell nichts zu tun und du auch nicht. Aber das macht nichts. Wir bekommen gleich was zu tun. Sobald die Hütte fertiggestellt ist. Komm, da fehlen jetzt bloß noch ein paar Steine. Könnt ihr mal da oben mitarbeiten? Nein, nicht dort. Genau. Also der Winter ist jetzt noch mit 2300 Lebensmitteln übrig geblieben. 490. Also entweder seid ihr deutlich schlechter, weil ihr habt doch auch schon die ganze Zeit mit 4 Leuten gearbeitet. So, jetzt müsste es ja auch diese ganz warmen Sachen geben. So, wie teuer sind denn die ganzen Sachen? Also. Wolle kostet 5. Das heißt, mehr als ein Gewinn von 5 ist nicht drin, ne? Hidecoat. Das heißt, ich bräuchte 3 Hersteller, damit die das alles herstellen, aber ich habe eh keine Wolle aktuell.
Ich habe nur einen Lederüberschuss. Wenn die Hidecoat und Boltcoat hergestellt hat. Okay. Das ist jetzt nicht sehr nachvollziehbar. Stellt die jetzt das her, was sie will, oder stellt sie alles her? Das Feuerholz kann ich zumindest schon noch für den weiteren Verkauf ganz gut verwenden. Das heißt, da kann man mal 1000 einlagern. Weil das ist am billigsten herzustellen. Und bringt immerhin 4 Einheiten. Oder 4, ja, entspricht 4 Einheiten zum Verkauf. So weit ist das da oben. Ja, jetzt geht's ans Bauen. Na endlich. Das hat ja lang genug gedauert. Dann sollte die Eisenversorgung langsam sichergestellt sein. Wäre es an der Zeit, die nächsten Häuser zu bauen. Da werde ich mal zumindest den Marktplatz hinsetzen, auch wenn der da jetzt noch nicht gebaut werden soll. Das ist mal wieder eine krumme und schiefe Straße. Kann ich überhaupt nicht leiden. So. An die Straßenecke kommt jetzt der Market. Bin ja mal gespannt, was der bringt. Was? Okay, da kommt kein Market hin, weil es nicht funktioniert. Naja, kommen sie besser, kommt halt in die Mitte. Was war das da jetzt? So, das heißt gleich noch den nächsten. Ach, Alkohol. So, noch 5, 6 Stück mehr. Ja, mal gespannt, ob das die Stimmung hebt. Aber wahrscheinlich brauche ich erstmal irgendeinen Ort, wo das überhaupt noch gemacht werden kann.
So, auf jeden Fall gibt es noch ein neues Cropfield dann für nächstes Jahr. Wie weit seid ihr denn? Okay. So, 5 dorthin. Ach. Squash. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Squash, Pepper, Benjamin, Fish. So, Fish 300. Squash. Machen. Pepper auch auf 300. Okay, 200. Komm, Stein ist ja nicht so schwierig. Gibt's doch mehr als genug. Jetzt haben die schon wieder keinen mehr. Vierhundertfünfundsiebzig. Ihr steigert auch bloß langsam euren Ausstoß. Dafür sinkt eure. Okay, 267 ist ganz gut. Achso, ich habe doch jetzt hier oben noch einen zweiten Jäger, oder? Oh. Ihr seid deutlich erfolgreicher. Bei doppelt so viel. Ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, hier noch einen zweiten einzustellen. Okay, wieder einer, der aufgrund Altersschwäche gestorben ist. Jetzt gibt es endlich eine Eisenmine und jetzt produziert die immer noch nicht genug. Schön, die Herbalisten sind jetzt da. Das heißt, jetzt ist das da. Bis das Ding fertig gebaut. Oh. Es geht so langsam zügig voran. Bin ja mal gespannt, was du bringst.
Und das Feld liegt dieses Jahr brach, weil sich keiner drum gekümmert hat. Toll, jetzt stirbt mir die erste Generation weg, oder was? Bart ist doch einer von den ersten, die geboren wurden. Moment mal, aber es ist gerade mal 13 Jahre her. Hallo? Also entweder... Na ja, gut, so weit will ich jetzt nicht nach oben. So, also der Vendor ist... Zack! Weg, kein Replace da. Super. Also nehmen wir zwei Fischer weg, zwei Hunter weg. Gut, Farmer werden jetzt eh nicht gebraucht, aber der Vendor soll bitte da sein und der Blacksmith. Kann ja nicht sein, dass die jetzt nicht arbeiten. Okay, und jetzt kommt genau das Problem, dass nicht genug Nachwuchs kommt. Gerade mal drei Kinder und drei Erwachsene. Mehr Häuser bitte. Wahrscheinlich zumindest. Stonehouses. Ich bin ja mal gespannt, wie viel besser die Teile funktionieren. Naja, immerhin passen dann vier Steinhäuser dorthin. Wieso ist da jetzt auch schon wieder keiner mehr? So. Ja, das gibt's doch nicht. 15. Hey, jetzt kann ich Birnen anpflanzen. Birnen anpflanzen.
Probiert es jetzt aktuell noch irgendwas zu bauen. 84. Ja klar, das Krankenhaus. Das Krankenhaus, was schon seit einer Weile gebaut werden sollte. So, Lebensmittel gibt es in Hülle und Fülle. Das Einzige, was fehlt, ist eine Gesamtstatistik. Interessant zu sehen, was ja wirklich da ist. Also Squash. Invention. Squash und Invention ist auf jeden Fall noch mehr als genug da. Ja, das heißt, es braucht mehr Häuser. Arbeitet ihr eigentlich dann an einem anderen Haus, wenn die Baustelle dort nicht weitergeht? So, was muss ich jetzt machen, damit ich das splitten kann? Muss ich wahrscheinlich erst eine zweite Stelle haben, wo ich überhaupt Tierzucht betreibe. Solche blöden Ecken. Kann ich das nicht irgendwie einebnen? Ein Hunter. Sind die nur noch zu fünf? Die waren noch mal zu sechs.
Ah, okay, genau, der ist sofort geschlachtet worden, deswegen war der dann weg. Genau, die sind schon. See the limit? Was? Ich habe doch noch keinen 5. Ach so. Die Lebensmittel erreichen ein Limit von 5000. Ist doch schön. Gilt das aber auch für alle Sachen, die auch eingelagert sind? Ja, die knappste Ressource ist immer noch Eisen. Wobei Holz ist jetzt auch ziemlich niedrig geworden. Zehn. Ich glaub's ja nicht. Okay, Hunter und Forster wieder weg. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht mehr. Es braucht bloß noch zwei da. Super, erst sind sie verhungert und jetzt wissen sie nicht mehr wohin mit dem ganzen Essen. Kann man es auch nicht recht machen. Hey, die Glücklichkeit ist gestiegen. Und die Gesundheit sieht auch ziemlich gut aus. Dann müsste auch bloß mal das noch irgendwann fertig werden. So, dann macht das Krankenhaus doch mal bitte mit Priorität. Damit hier jetzt mal das Eisen hinkommt. Schon wieder einer gestorben. Ich kann mir schon mal Gedanken machen, wo ich den nächsten Friedhof hinbaue. Und was ist hier los?
Ja, wie bekommt der jetzt? Ich verstehe im Endeffekt nicht, wie ich die hinbekomme, dass sie auf beiden gehalten werden. Für die Klamotten sind aktuell die Grenzen erreicht. Zweihundertvierundzwanzig, das sieht mir aber ziemlich wenig aus. Jetzt wird Zeit für einen Fruchtfolgenwechsel. Wahrscheinlich zu spät für diesen. Für dieses Jahr. Könnt ihr jetzt endlich mal bitte Eisen produzieren? Also erntet ihr das alles ab oder gibt es auch wieder Nachschub? Dass so wenig Eisen produziert wird. Das Firewood wird billiger. Oder ist es dem bloß nicht so viel wert? Ja, kein Eisen, nix, never, niente. Ist schon wieder ein Fischer gestorben. Hier verdorrt das ganze Zeug auf den Feldern. Ach, weil ihr das Zeug nicht aberntet. Okay, das Ding wird endlich gebaut. Ich habe Physiken.
So. Alles klar. Ich dachte schon, was macht der denn ohne Universität? Warum bekomme ich hier kein Schaf rein? So, was müsste ich denn jetzt alles noch bauen? Ein Boardinghaus. Ein Tunnel wahrscheinlich. Eine Town Hall. Schallperl. Ja, aber ich glaube, das werde ich dann ein andermal fortsetzen. Die große Schwierigkeit ist im Endeffekt, diese Rohstoffkreisläufe hier ans Laufen zu bringen. Also das Entscheidende ist auf jeden Fall, tatsächlich die Nahrungsversorgung noch stärker im Auge zu behalten. Was ich im Moment noch nicht einschätzen kann, ist, in welchem Zeitraum oder wie lange es dauert, bis es eventuell so ein Feld aufgrund von nicht gewechselter Aussaat dort dann wenige Erträge bringt. Und ob die Herbst auch in dem normalen Wald noch weiterhin geerntet werden können, wenn er nicht bewirtschaftet wird, oder ob das so oder so generell abnimmt. Das wäre aber ziemlich bedauerlich. Zumindest das da könnte ein neuer Herb sein. Da vielleicht. Das sind auf jeden Fall Zwiebeln. Genau, sie wurden ja auch soeben geerntet. So, von weiterhin Fisch. Invention. Kann ich auf jeden Fall noch mehr einlagern. Hier ist Firewood wieder viel. Vielleicht ist Feuer jetzt auch von der Jahreszeit abhängig. Okay, also hier ist auf jeden Fall noch kein Fruchtwechsel nötig. Wir haben halt das Zeug einfach nur nicht abgeerntet.
Auf jeden Fall Pumpkins kann ich dann auch mal einlagern. Gucken, wo stehen die denn jetzt? 200. Ich kann erstmal auf 500 anheben. Noch ein neues Kind. Zwei eingelagerte Eisenteile. Ja, Kohle habe ich derzeit noch nicht. 19 fehlen aktuell. Also ist die Mine so schlecht oder was? Wieso produziert sie so wenig Eisen? Oder wird das Eisen bloß nicht abgeholt? Was hat das denn zu bedeuten, dass hier so viel Eisen rumliegt? Holt das keiner ab? Okay, der ist jetzt zum Die ganze Mine produziert kaum genug Eisen, um überhaupt das fehlende Eisen zu ersetzen. Das heißt, ich muss hier noch mehr Eisen abbauen. Hast du Eisen dabei? Stein. Stein brauche ich auch nicht. So richtig praktisch ist die Lagerverwaltung hier aber auch noch nicht. Es war praktisch, das halt irgendwie hier einlagern zu können. Genau, zack, sind 500 weg. Die Frage ist natürlich auch vor allem, wie lange sich das Zeug hält. Thank you.
Wenn ich den jetzt gerade stillgelegt habe, dann hast du die zwei rausgenommen. Das wäre der Farmer, der gestorben ist. Immerhin sind jetzt 7 neue Kinder da. Aber so richtig reichen tut es alles nicht. Aber da sterben überall nach und nach die Leute weg und irgendwie klappt es nicht. Noch mehr Squash einsammeln. Muss ich dann vor allem beim nächsten Mal verkaufen. Und ja, eigentlich aktuell das Eisen ab. Anscheinend nicht. Warte mal, ich habe da hier auch immer noch Werkzeug drin. Also Herbs, ach, ist das. Das ist dann wieder unpraktisch, die Dinger zu ändern. Was ist denn jetzt Herbs da oben? Da haben wir schon 100 geholt. Macht jetzt eigentlich, was sie jeweils will? Oder verarbeitet die das, was da ist? Es sind so viele schon gestorben, dass ich überhaupt keine Jäger mehr habe. Echt. Was sind das hier für Sachen? Ich habe jetzt die ganzen Tools ausgelagert und trotzdem reicht es hinten und vorne nicht. Ach, jetzt hör doch mal auf mit dieser ganzen Nerverei da. Fehlt auch schon wieder ein Mitarbeiter. Pumpkins, Squash.
Sonst waren die immer sowas von verfressen und jetzt kriegen sie Lebensmittel nicht mehr alle. Die Stein- und Stonecutters sind auch schon alle weggestorben. Kartoffelwurzeln und Eier. So, dann kann ich hier endlich mal ein paar von den übermäßig Dingern vorhandenen Teilen da wegverkaufen. Pumpkins sind gar nicht so viele da. Squash. 1332. Also, was möchte ich denn bitte? Aus dem Iron Lock, Iron Tool. Wie oft kommt die denn eigentlich vorbei? Ist es immer die gleiche? Macht es ja eigentlich nur Sinn, die anzuzeigen, die ich nicht schon habe? Die anderen brauche ich doch nicht. So, aber jetzt ist wirklich Schluss. Ich habe noch keine Idee, wie ich es tatsächlich schaffe, dann von meiner Bevölkerung genug Wachstum zu bekommen. Im Moment müssen wir erstmal die ganzen Sachen einsammeln. Also die Schule ist vielleicht ganz praktikabel, aber ich weiß noch nicht genau, ob sie wirklich so viel bringt. Zumindest sorgt sie erstmal dafür, dass die Leute verhungern, wenn es zu früh gebaut wird. Und ja. Bei den Herbst kann ich noch nicht einschätzen, aber hier ist auf jeden Fall zumindest mehr vorhanden. Ja, jetzt ist der Lehrer auch gestorben. Ist also genug Freie da. Aber auf jeden Fall war die Mine eine ziemliche Fehlinvestition, weil die es anscheinend nicht schafft, irgendwelches Eisen zu produzieren. Das finde ich allerdings dann ziemlich schwach. Stellen wir mal auf Kohle um. Vielleicht kann sie die zumindest besser produzieren. Das bedeutet aber wahrscheinlich, dass ich danach gehen muss, wo hier eventuell auch Eisen rumliegt, um zu schauen, ob ich dort dann eher was produzieren kann.
Und das andere ist echt, dass dies nicht gezählt wird, weil es ihr alles noch umlegt. Das heißt, weil das halt einfach nicht abgeholt wird. Nee, das ist die Produktion. Das heißt, sobald es produziert wird, wird es auch angezeigt. Nicht nachvollziehbar. Beziehungsweise ist es schon logisch, dass natürlich Ressourcen irgendeine Rolle spielen. Aber die Frage ist, wo bekomme ich etwas her? Mal gucken. Ressources. Lockstone. Kohle. Must be mined from this. So, mal schauen, was hier dazu steht. Na eben, es sind ja noch 97% da. Ja, wahrscheinlich ist es das Beste, später das Zeug einfach nur einzukaufen. Kann ich eigentlich auch stilllegen. Interessant, was dann die besten Strategien sind. Vor wegen sich auf Nahrung, Lebensmittel und Holz zu konzentrieren. Und alles andere dann über den Trade Merchant einzukaufen. Okay, ich glaube, ich werde da nochmal ein neues Spiel ausprobieren. Aber für heute reicht's. Ich mache jetzt Feierabend und wünsche noch viel Spaß beim selber spielen. Tschüss!